Einen Tag nachdem der britische Premier Boris Johnson weitgehende Änderungen bei den Lockdowns angekündigt hat, warnen Gesundheitsexperten, das Land könnte auf eine zweite Welle schlecht vorbereitet sein. In einem offenen Brief an die Regierung schreiben sie: Die verfügbaren Hinweise deuteten darauf hin, dass regionale Ausbrüche zunehmend wahrscheinlich seien und eine zweite Welle ein reales Risiko darstelle. Auf dem Höhepunkt der Krise in Großbritannien war die Lage im Gesundheitsbereich äußerst angespannt. Pflegekräfte hatten zu wenig Schutzkleidung und Ausrüstung. Die Autoren des Briefes sagen nun, die Vorbereitung auf eine zweite Welle sei unverzichtbar, um weitere Coronavirus-Tote zu vermeiden. Auch Belgien lockert die Abstandsregeln. Regierungschefin Sophie Wilmès forderte die Bürger auf, keine Risiken einzugehen, etwa durch Massentreffen, wie es am Wochenende eines gegeben hatte. Das Virus ist nicht harmlos, auch nicht für junge Erwachsene. Solche Massenereignisse fördern die Ausbreitung des Virus. Wer sich selbst gefährdet, gefährdet auch die Menschen um sich herum. Das sollte niemand vergessen. In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen derzeit wieder, zum Beispiel in Portugal. Die Regierung erließ für Lissabon erneut strenge Auflagen. So müssen alle Geschäfte um 20 Uhr schließen, ausgenommen sind Restaurants, die ihre Gäste weiter bedienen können. Außerdem sind Versammlungen von mehr als 10 Menschen verboten.